Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Ja, wir laden gerade nochmal eine Runde Shipment und wir sind jetzt hier durch mit diesen Sturmgewehren hier. Also ist ja dasselbe, ne? Aber das ist jetzt hier auch auf maximaler Stufe. Tja, nur die Tarnung müssen halt noch freigeschaltet werden, ne? Unter Verwendung eines Schalldämpfers und aus der Hüfte. Ey, komm, 10 aus der Hüfte. Das mache ich dir doch mit links, du. So, wo haben wir's? Lachman, 556. Machen wir uns ein... What? Aha, deswegen haben wir das noch nicht so weit. Wir haben die Waffe zwar fertig, aber sie ist noch gar nicht freigeschaltet. Weil wir erst das 762 hochpushen müssen. Ja, dann machen wir das doch eben, oder? Es müsste ein DMR oder Kampfgewehr sein. Kampfgewehr. Ja, hier ist es. Haben wir davon? Ne, wir haben da keine Ausrüstung zu. Aber wir haben eine Optik zum Beispiel. Nehmen wir... Wo ist meine Lieblingsoptik? Die hier. So, Schaft. Nehmen wir den. Mündung nehmen wir Schalldämpfer. Ich weiß nämlich nicht, ob das eine Herausforderung hat mit Schalldämpfer, weil dann könnte man die direkt machen. Obwohl, das muss ja eh dann erst gelevelt werden wahrscheinlich. Egal, vielleicht wird das hiermit ganz lustig. Kampfgewehr kannst du auch auf Vollauto stellen, ne? Hast du im Prinzip so ein langsames Sturmgewehr. Freigabe zum Beschuss an. Ah! Fuck! Alter, ist das Ding unpräzise! Okay, wir haben auch den Schaft für. Den falschen Schaft ausgewählt, denke ich. Magazinwechsel! Obwohl? Ich will ja nicht sagen, dass das Ding schlecht sei, ne? Oha! What the fuck? Was ist los mit dem Ding? Wechsle das Magazin! Ah, scheiße, klar, wir haben ein anderes Setup. Ja, Munition wird eng, ne? Das ist es wohl. Nochmal bitte. Ja, okay, sind wir halt gestorben. Da haben wir wieder wenigstens Munition hier. So, dann einmal rein mit dem Präsent. Ah, scheiße, Tränengas. Ah, fuck. Digga, das Ding ist richtig gut eigentlich. Für so Salven. Das Ding hat nämlich verdammt tödliche Salven, ne? 3 Schuss und alle sind tot. Ah, okay. Absolut daneben gehalten. Ja, und so ähnlich hätte ich auch die Sniper gespielt, wenn die Optik nicht erst ab Stufe 9 freigeschaltet wird, ne? Ah, verdammt. Ja, was will ich gegen den machen, ne? So, die erste Sache ist schon freigeschaltet, das heißt schon eine Stufe hoch. Hätte mich vielleicht mal ducken sollen. Ah, verdammt. Scharfschütze ausgeschaltet. Zweiter Kopfschuss für die Herausforderung, um die Waffe freizuschalten. Ich glaube, dann sind wir bei 3 Kopfschüssen von 50. Und das hat auch was für sich. Hallo? Ach, scheiße! Hat sie mitbekommen. Ach, fuck, das sind nur die Leichen, auf die ich geschossen habe. Ah! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Schieß nochmal auf mich, dann schieß ich zurück. Ah,
Aber das Ding ist doch ganz nützlich, so auch auf mittlere große Distanzen. Darauf habe ich gewartet, auf den Kopfschuss. Haben wir nämlich wieder einen mehr. Nice. Nice. 20 Meter Bohrladung. So, dann haben wir das auch erledigt. Ah, scheiße, links. Die Bohrladung hat leider nichts mehr rausgeholt. Verbündete Drohne online. Da war was. Immerhin. Einer mehr. Immer einer mehr. Feindliche Drohne über uns. Habe Feindkontakt. Boah, drei Schuss ist ein bisschen wenig, ne? Das ist wirklich eng. Komm, wo bleibt er? Da habe ich links einen huschen sehen. 3, 2, 1. Aber ein ganz kleines bisschen vor der Zeit. Da. Ah, scheiße. Naja. Tadam! Ja, gut. Stimmt schon, da haben sie mich erwischt. Ah, da habe ich wieder einen rausgenommen mit der Pistole. Tada, Kopfschuss. Ach, fuck. Zu weit links, glaube ich. Hab den von der Ladung abgelenkt. Muss nachladen. Ach, scheiße. So, aber ich will diese... Ich will diese Pistole haben. Die soll ja vollautomatisch sein, ne? Schöne Vollautopistole. Ah, scheiße. Okay. Digga.
200, sehr schön. Ey, 34 Abschüsse, ne? Gar nicht schlecht, denke ich. Gar nicht schlecht. Ich habe auch ehrlich nicht das Gefühl, dass wir jetzt übermäßig viel gestorben sind, diese Runde. Deswegen denke ich, sind... Ja, siehst du, 25 Tode. Ne? KD von 1,36. Das ist, denke ich, ganz gut. Wieder ein Battle Pass Token, sehr schön. So, einmal nochmal schnell. Oh, schon zu spät. So, dann sind wir bei 5 von 19 Stufen bei der Lachman. Junge, das ist aber noch ein langer Weg. Ein richtig langer Weg. Guck mal hier, Kampflinte. Wofür? Wenn wir wirklich Flinte wollen, dann sollten wir die hier vielleicht mal nehmen. Let's go! Hup Power! Na? Oh, Menno. What? Das war ein Feind? Scheiße, Mann. Hab ich gar nicht gecheckt. Ja, hätte ich vielleicht doch mal frei aus der Hüfte einfach einen rausdrücken sollen. Ach, komm, leg dich da hin, du. So, wir sind bei 9 Kills, das ist gut. Ach, scheiße, der eine war nicht richtig drauf. Deswegen hat er auch nicht getötet. Bedrohung gesichtet und vernichtet. Ja, das war sowieso ein Tod. Werfer braucht man nicht. Handfeuerwaffen, bitte die hier. Ach, scheiße. Warum falle ich die ganze Zeit hin? Ich will nicht hinfallen, ich will sterben, Mann. Gib mir das, Sound gut ist. Dieses Hinfallen und so, das hasse ich. Lieber tot, schnell wieder spawnen, als da zu liegen für 3 Sekunden. Kostet alles nur Zeit hier. Ganz ehrlich. Ah, komm! Hat er sich hingelegt, um die Ecke gerutscht und dann... Alter. Das wäre ja schon echt ekelhaft. Das war eine Betäubungsgranate.
Mann! Danke. Wollte schon sagen, wieso treffe ich die Sau nicht, ey? Lass mal mir erzählen. Oh shit! Feindliche Drohne in diesem Sektor. Warte nach! Einfach nein. Ach komm, die Sau legt sich da wirklich hin. Wieso ist das Ding eigentlich auf Einzelfeuer? So läuft das Ding. So machst du damit Rambazamba hier. Im Vollauto, nicht im Einzelfeuer. Naja, irgendwie, letzte Runde war gut mit dem Treffen mit der Pistole, aber jetzt gar nichts mehr. Ganz schlechte Sache. Am besten gar kein... Das war aber ein Kopfschuss. Gut, der war jetzt nicht schwer, ne, aber... Ach, scheiße. Was ist da los? Er hat doch gerade eben funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Ah, das war aber ein Hit. Vielleicht kein Kopfschuss, aber ein Hit. Das war einer. Und jeder Hit ist schon mal ein Anfang. Das war auch einer. Ah, verdammt. Versteckt sich da hinten die Sau. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Truppen bei der Stellung. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Feinde innerhalb des Perimeters. Reload. Ah, verdammt. Mann, den wollte ich knüppeln, du. Oh, shit. La, 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 la. Wow, danke. Geh in die Ecke. Ach, komm, lass mich doch mal in Ruhe. Mensch, Alter, du. Mann. Wieso kriegen wir hier so eine Scheißstellung nicht gedeckt? Ach komm, der eine legt sich hin, der andere von dahinter schießt schon. Es ist nicht schön, sowas. Klasse, wir können auch nicht mehr zielen. Ah, scheiße! Wieso dürfen die alle an dem Spot spawnen? Sowas fuckt ab. Ach shit, ist ja gar nicht die. Heyo. Wenn man den Feind schon auf dem Boden sucht, ne? Man weiß, was das für ekelhafte Leute sind. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Ganz klar. Direkt einen reindrücken. Genau so. So, dann einmal. Geil. Er schlittert da um sein Eckchen und kriegt einfach voll einen auf die Rübe. Schön. Ah, shit. Was war das? Tano irgendwas?
Kannst du es nochmal anzeigen, bitte? Irgendeine Tarnung. Ich wüsste aber nicht, welche. Shit. Ja, die 50 Kopfschüsse haben wir noch nicht, das ist klar. Ach komm! Auf die Distanz mit dem Kaliber 50. Kannst du mir noch nicht erzählen, da das nicht funktioniert. Ach, scheiße! Zurück zur Basis. 29 Abschüsse haben wir. Okay, na gut. Und scheiße, 46 Tote. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naja, gut. Ist dann halt so. Achso, wir haben 50 Abschüsse mit der Pistole jetzt endlich geschafft. Aber natürlich keine 50 Kopfschüsse. Ne? Und das ist halt die Herausforderung für die Kaliber 50 Handfeuerwaffe mit Vollauto. Ah, die Flinte kommt gut voran. So, gehen wir mal Punkte verteilen hier. Was haben wir hier? Okay, wieder was erledigt. Sehr schön. Jetzt wollte ich mal wissen, was jetzt hier wirklich Sache ist. Guck mal, das kannst du schon entfernen, weil dafür müssen wir Prestige 9 sein. Das sind wir nicht. Die kannst du eigentlich alle... Ja, den auch. Deswegen geht das auch nicht mit der Taktikkamera. Und deswegen geht das auch nicht mit Betäubungsgranaten, weil Prestige 7 und 6... Ne, ich dachte schön, ja, okay, super geil hier auch. Kann ich super hinzufügen und so verfolgen, ne? Alles schön und gut, ja. Aber es geht nicht. So, wir können den hier verfolgen. Wir können den hier verfolgen wir bereits. Dann hätten wir nämlich erst zweite und dritte fertig, ne? Erste haben wir ja bereits. Hier auch noch den. Dann können wir noch den hinzufügen. Hier, das ist es mit Kampfhut, was ich meinte. Kopfschüsse mit LMGs, 100 Stück, ja gut. Prestige 5, den können wir auch bereits machen. Nur die von der Season 2 und 3 können wir noch nicht machen. Weil wir halt noch nicht so hoch vom Level sind, ne? Benutze 50 Abschussserien, okay. Ja, Abschussserien, dann kriegst du ja hier Kampfjet, Rakete, die du aus dem Himmel schießt und so. Da mit dem Tablet halt, ne? Das sind, glaube ich, die Abschussserien. Und das haben wir auch schon erledigt. Das auch. Und dann, ja, ja geil, 25 Fahrzeugkills. Wo will ich denn bitte Fahrzeugkills hier herzaubern? Erzähl mir das mal bitte. Achso, vielleicht kann ich, wenn so ein Flugzeug nochmal kommt oder so, ne? Dann mit dem Raketenwerfer mal draufhalten und das zerstören. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das wäre aber eine Überlegung. Ne? Genau. Ja, und das 50er Abschussserie. Komm, wir haben ja noch einen frei, ne? Auch hinzufügen. Dann haben wir alle für die Season 1, ne? Also Prestige 1 bis 5 haben wir dann jetzt hier einmal komplett alle fehlenden. Oder? Alle fehlenden? Ja, verfolgt, 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 verfolgt. Genau, alle fehlenden haben wir dann jetzt hier einmal markiert, ne? Das heißt, die können wir dann hier ganz easy finden. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Oh, guck mal, das ist auch ganz schön weit. Aha. Wo sind wir denn hier? Was fehlt denn da? Achso, Kopfschüsse. Mhm. Den haben wir schon durch. Krass. Und hier, ja, Weitabschüsse 2500. Aus der Hüfte. Nahkampf. Ja, schalte 1000 Operator im Nahkampf aus. Ernsthaft, wir haben schon 640 Nahkampfkills. Alter Schwede. Hätte ich jetzt echt so nicht gedacht. Ja, Vollstrecker, ne? Genau. Season 250. Wow. Den haben wir ja auch bereits fertig. Wie sieht's hier aus? Ja, hier haben wir nicht mal richtig angefangen, ne?
Aber das ist geteilt, das ist dann eher, denke ich mal, doch speziell eher mehr was für DMZ und so, weil aus Fahrzeugen hast du ja im normalen Game nicht. Oh, da sind wir relativ nah dran, ne? Das sind keine 300 Kills mehr. Dann haben wir die 10.000 Operator-Abschüsse und dementsprechend hätten wir dann auch hier den ganzen Batzen einmal durch. Warzone 2, das müssten wir hier uns anschauen, ne? Klar, das sind die hier. Aha. 238 Games haben wir gewonnen, krass. So, was ist das denn? MVW an. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, was das ist. Ja, auf jeden Fall. Schön, dann haben wir jetzt auch herausgefunden, warum der das nicht richtig angezeigt hat, weil wir den Filter so haben müssten. Schade, dass der immer wieder den Filter zurücksetzt, das nervt mich so sehr, ne? Ja, siehst du, einmal eine Taste gedrückt und schon hat er den, hat er hier oben den Reiter auch gewechselt. Na, aber dass er das immer wieder ändert, weil eigentlich würde ich nur, die markiere ich mir ja, um die zu sehen und nicht, um die zu suchen, ne? Deswegen, zack, 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 einmal abgehen hier. Okay, ja. Naja, gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Ladebildschirme haben wir auch leider keine neuen. Viele Emblems haben wir jetzt eigentlich. Ja, wir haben einmal die hier von dem Prestige, ne? Und dann die von den Waffen. Da gibt es jetzt noch länderspezifische scheinbar. Ach, ganz viele länderspezifische. Okay, und dann die halt hier, ne? Die Waffe auch. Ja, das war's eigentlich, ne? Die noch und dann war's das, ja. Gut, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir da so reißen können. Und ja, wir sind hier auch ordentlich weitergekommen, ne? Also, wir haben mehr als die Hälfte. Dann würde ich sagen, das Thema hier gehen wir dann in der nächsten Folge wieder gemeinsam an.